Ja, herzlich willkommen an alle, die hier heute da sind beim Webinar. Ich grüße aus der Schweiz. Mein Name ist Julia Bauer. Ich freue mich, Sie heute durch dieses Webinar durchführen zu dürfen. Was Sie heute erwartet, ist ein breites Spektrum an unterschiedlichen Geschäftspartnern, die Sie heute kennenlernen. Ein Teil, der schon mehrere Jahrzehnte im Network Marketing tätig ist. Ein Teil, der erst relativ neu und frisch bei uns ins Team dazugestoßen ist. Wir haben Profisportler, die heute Ihnen erzählen möchten, warum Network Marketing auch für Sie, auch im Profisport, Leistungssport, ein wichtiges Thema geworden ist. Und wir haben Unternehmer, ehemalige Rechtsanwälte, Steueranwälte, Techniker, die hier gerne auch Ihnen ihre Erfahrung mit Network Marketing an die Hand geben möchten, damit Sie eine Art Inspiration auch bekommen, warum die unterschiedlichsten Personen, die unterschiedlichsten Menschen mit verschiedenen Hintergrundgeschichten, mit verschiedenen Ausbildungen sich für ein Network Marketing Geschäft entschieden haben, sich für unser Team entschieden haben. Und Sie werden vor allem auch am Ende des Webinars noch hören, warum wir uns gerade für das spezielle Unternehmen, mit dem wir in Partnerschaft getreten sind, entschieden haben. Also ein breites Spektrum, und deswegen fangen wir jetzt gleich an mit dem ersten Gastsprecher. Ich freue mich, dass er da ist, Wolfgang Sonnenburg. Herzlich willkommen. Wolfgang ist in seinem früheren Leben, hat er eine Steuerberatungsanwaltskanzlei gehabt in Hamburg an der Alster, hat das dann radikal eingestampft, war über 1 Million in Schulden, hat das aber dann über das Network Marketing Business, über das Network Marketing Geschäft wieder rewirtschaftet oder erwirtschaftet und darüber hinaus noch mehrere Millionen im Network Marketing verdient. Wolfgang, meine Frage an dich: Warum ist Network Marketing in der heutigen Zeit oder auch mit der aktuellen Situation, wie wir es gerade erleben, mit der Corona-Krise, mit Schließung so vieler Geschäfte, so wichtig und vor allem als eine mögliche Einnahmequelle, Einkommensquelle so essentiell in der heutigen Zeit? Danke, Julia, für diese Einführung. Und da du mir ja schon im Vorfeld die Frage geschickt hattest, was du wovon ich mir will, habe ich mir auch so ein paar kleine Notizen dazu gemacht. Wie gesagt, ich war mal in der Hamburg mit einem sehr, sehr großen Rödel, wie ich das heute betätigt, weil ich den klassischen Weg gehen wollte, damals nichts Besseres wusste und aber gemerkt habe, dass ich in einem enormen Hamsterrad war oder wie die Amerikaner sagen, im Rattenrennen. Und als ich irgendwann mal realisierte, du kannst ein tolles Bürohaus haben, ich hatte 4 Etagen, Angestellte, verschiedene Businessbereiche, Finanzberatung, Steuerberatung und auch eine Anwaltskanzlei. Aber selbst wenn du der Gewinner im Rattenrennen bist, bleibst du eine Ratte. Das war für mich ein Schock, als ich mal realisierte, wie ich eigentlich nur im System funktionierte. Und ich wollte frei sein, habe das dann radikal durchgehauen, alles abgegeben, an Partner weg. Nur ich wollte raus und habe dann die Schulden genommen, Finanzierung und war frei. Aber wie du sagtest eben, ich ging auch weit über 1 Million in Wiesen. Aber darüber auch ein Buch geschrieben, lieber die ganze Welt gebe ich als meine Seele, weil das, glaube ich, ist das Wichtigste im Leben. Aber zu dieser Frage gehört ja eben auch als Einnahmequelle, eine einzige Quelle hast du gesagt, oder eine weitere, dieses Multiple Source of Income. Und wenn wir uns mal heute anschauen, wie die Welt da gerade so tickt da draußen, ja, dann können wir zwar hoffen, dass alles so ein bisschen so wieder vorübergeht, aber auch in der Zeit, viele Geschäfte sind geschlossen, viele Menschen leiden, es gehen Existenzen kaputt. Und deshalb haben wir früher schon, als wir noch in der klassischen Beratung waren, Menschen immer geraten, habe unterschiedliche Einnahmequellen. Es kann dir eine Geschichte mal wegbrechen. Abgesehen davon, jemand, der viel Geld hat, muss auch überlegen, wie lege ich das an? Auch da wieder spricht ja jeder Investmentberater von Diversifizierung, es zu verändern. Und ich bin im Moment richtig glücklich, weil nämlich ein Teil meiner Businesswelt ist auch eingefroren, aber gerade aus dem hier erwähnten Network Marketing kommt jeden Monat Geld. Und das hat unterschiedliche Aspekte eben auch. Nicht nur, dass Geld kommt. Und darum möchte ich eben auch mal sagen, es wird nach diesem Lockdown, den wir alle erleben, kein Zurück
geben, so wie es früher war. Wird es nicht, abgesehen davon, dass wir überhaupt gar nicht wissen, wann wirklich. Wenn ich jetzt höre, dass in Bayern schon Oktoberfest abgesagt ist, 6 Monate von heute, was planen die? Ich will nicht in Verschwörungstheorien oder was es überhaupt reingeht. Wir haben mit der Realität zu leben und das gilt es richtig, sich anzuschauen. Also, was macht man denn, wenn man sieht, dass das weggeht? Wer ist jetzt Verlierer und wer ist jetzt gerade auch Gewinner in dieser Zeit? Viele klassische Businesses gehen kaputt. Die Deutschland oder sagen wir der deutschsprachige Bereich, aber speziell Deutschland, wo ich ja auch herkomme, da haben wir alte Industrie, die Autoindustrie und vieles, was im Moment überhaupt nicht profitiert, sondern wir werden da im großen Wandel ja auch mit selbstfahrenden Autos etc. Wer profitiert zurzeit? Unternehmen wie zum Beispiel Amazon oder auch hier in der Schweiz Nestle. Also Unternehmen, die entweder was liefern, was der Mensch andauernd für sich selber braucht, beziehungsweise die irgendwie im Online-Business tätig sind. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dieser Wandel, aber auch das, was wir künstliche Intelligenz nennen, was jetzt kommt, wird noch viele, viele Jobs vernichten. Kiyosaki, der vielleicht manchen auch bekannt ist, sagt ja auch, es kommen jetzt Jahre auf uns zu, in denen es sehr schwer sein wird, wieder einen klassischen Job zu finden. In Deutschland ist ja die Mittelklasse auch schon weg. Es gibt entweder sehr hoch kreative, wichtige Jobs oder eben Minijobs. Und ich frage, wo und wie will man leben? Welche Lebensqualität will man leben? Und da ist es eben sehr sinnvoll zu schauen, wenn die Gewinner jetzt in Amerika oder Asien viel online basiert sind, wo kann ich jetzt einsteigen und noch was anderes machen? Dafür brauchst du aber auch bei Multiple Sources of Income, ob es Investments sind, Immobilien sind oder welche anderen Businesses, brauchst du normalerweise ein enormes Know-how. Du musst lernen, du musst viel Kapital haben. Und hier kommen wir dann eben zu der Besonderheit im Network Marketing. Das ist, was wir hier machen und am Schluss wird es, wie du sagst, ja noch genauer darauf eingehen. Wir machen eine Art Online-Business. Wir sitzen jetzt alle irgendwo verteilt. Ich bin hier genauso im Lockdown, wie es heißt, auch wenn es in der Schweiz nicht ganz so schlimm ist, aber kann jeden Tag auch Business online machen. Wenn dann das ist, dass es etwas ist, was die Menschen sowieso für sich, für ihre Gesundheit jetzt brauchen, dann kann man da einsteigen, relativ einfach, und sich dann ein Einkommen aufbauen. Und dafür braucht man nicht viel Investment hier. Man braucht Einsatz. Man muss die Bereitschaft was haben zu bewegen, sich ernsthaft rein. Und dann kann man damit das erste Geld verdienen. Und wenn man dann mehr verdient, als man braucht, empfehle ich das nicht gleich in Luxus zu verballern, sondern dann kann man überlegen, welche nächsten anderen Sources, wo kann ich investieren. Und das gibt es ja für unsere Leute, die etwas erreicht haben, die an dieser Stelle sind, machen wir, wir haben ja nicht nur mich, sondern auch andere Leute mit entsprechendem Background, dass wir ihnen beibringen, wie sie dann auch weitere Quellen entsprechend erschließen können. Und also, hier geht es nicht nur darum, ein Business zu haben, neben dem, was man hat, sondern auch hierüber global tätig zu sein. Weil in der Zukunft bist du dann nicht von der Ökonomie eines Landes abhängig, sondern das läuft unterschiedlich. Und deshalb glaube ich, wer das für sich realisiert hat, dass die Zeit da ist, das für sich aufzubauen, kann sich wirklich auf die sichere Seite bringen. Und das ist es, was jeder für sich raffen sollte. Es geht nicht nur darum, im Leben glücklich zu sein, sondern auch wohlhabend und sicher. Ja, vielen Dank für diesen Einstieg, Wolfgang. Du hast sehr viel erwähnt und vor allem auch diese Globalität. Wir sehen ja jetzt auch, wir schalten uns von unterschiedlichsten Ecken und Enden, jetzt in dem Fall im deutschsprachigen Raum, zu. Aber wir wissen tatsächlich nicht, wie die einzelnen Länder auf diese aktuelle Krise reagieren. Aber das soll uns auch nicht tangieren, sondern wirklich hier ein breites Netzwerk zu schaffen, was wir jetzt schon hier in Europa angefangen haben, aber gerade erst am Start sind. Jemand, der sich auch für Network Marketing, für dieses Geschäftsmodell entschieden hat, ist eine Dame, die schon seit 29 Jahren in der Gesundheitsbranche tätig ist, selbstständig ist als Physiotherapeutin, die jetzt durch die aktuelle Situation auch ihre ursprüngliche Einnahmequelle nicht zur Verfügung hat. Martina Kleiner-Kuse, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen im heutigen Webinar. Martina, dich trifft es ja genauso wie viele andere derzeit auch, dass du deinen Job nicht ausüben kannst. Du hast dich ja schon seit vor mehreren Jahren für Network Marketing entschieden.
bist da auch schon sehr erfolgreich. Warum, kannst du sagen, macht das für Einzelunternehmer, Dienstleister, wie du es auch bist, so einen enormen Unterschied, noch Network Marketing als zusätzliche Einnahmequelle zu haben? Danke, Julia. Ja, warum macht es so einen Unterschied? Uns Dienstleister, uns Einzelunternehmer zeichnet ja aus, dass wir eben alleine für unser Einkommen arbeiten. Das heißt, wenn wir eine Stunde arbeiten, bekommen wir dafür bezahlt. Wenn wir 10 Stunden arbeiten, bekommen wir für 10 Stunden bezahlt. Aber wir tauschen Zeit gegen Geld. Da fährt die Eisenbahn drüber, das ist so. Mir macht der Job ja immer Spaß. Ich bin gern selbstständig, ich bin gern frei, teile mir meine Zeit selber gern ein, arbeite gern mit Menschen. Aber eben so, wie du jetzt sagst, jetzt steht das Ganze still. Die Leute sollten, durften nicht kommen, sind nicht gekommen. Und mein Einkommen war eben da auf null beschränkt. Und deshalb ist es wirklich eine sehr gute Idee und bin ich sehr glücklich, dass ich eben als zweite Einkommensmöglichkeit das Network Marketing habe, weil, wie wir sehen, dass alles online geht, da brauche ich keinen unbedingt persönlichen Kontakt. Wir können da wirklich über die neuen Medien da auch Kontakte knüpfen, wir können Webinare machen, wir können Einzelgespräche machen und so weiter und können eben auch durch die Duplikation Geld verdienen und nicht nur dann, wenn wir eben gerade arbeiten, sondern auch zu Zeiten, wo wir vielleicht gerade auf Urlaub sind zum Beispiel. Und das ist ja eben bei uns auch nicht der Fall, wenn ich Urlaub mache oder wenn ich krank wäre mal, auch dann verdiene ich kein Geld. Und im Online, im Network-Marketing verdiene ich eben, wenn ich eine gewisse Basis habe, ein passives Einkommen. Und deshalb ist es einfach für einen, vor allem der alleine für sich selbst arbeitet, eigentlich ein Muss, dass er sich da so eine zweite Möglichkeit einmal anschaut, weil, wie wir sehen, wir können nie wissen, was passiert, ob wir uns einmal den Arm brechen oder ob wir einmal eben keine Patienten haben durch so eine Krise oder weil wir halt Urlaub machen wollen. Also wenn wir sicheres Einkommen haben wollen, dann brauchen wir mindestens da diese zwei Standbeine. Und da ist das eine mit Network Marketing ein super Vehikel, weil auch da arbeiten wir mit Menschen, auch da sind wir frei, wir können uns die Zeit einteilen, wir haben keinen Chef, genauso wie man das als Freiberufler hat. Also sehr viele Vorteile und aber noch den Vorteil, dass wir nicht Zeit gegen Geld tauschen. Ja, vielen Dank, Martina. Du sprichst es an. Du hast das Wort Duplikation verwendet und Zeit gegen Geld tauschen. Das ist ja genau auch einer der großen Vorteile im Network Marketing. Wir haben nur 24 Stunden am Tag zur Verfügung und durch die Duplikation, die hier im Team vonstatten geht, dadurch, dass jeder Teampartner vielleicht auch nur nebenberuflich hier anfängt, hier sich ein Einkommen aufzubauen, hier sich eine zweite Einkommensschiene aufzubauen. Beispielsweise, Sie haben 10 Leute im Team und jeder investiert eine Stunde am Tag in dieses Geschäft, in dieses Business, haben Sie schon 10 Arbeitsstunden. Wir könnten das alle, wenn wir dann 50, 100 Leute im Team haben, gar nicht mehr abdecken als Einzelperson. Wir haben nur 24 Stunden und das macht es enorm spannend, im Network Marketing hier als Team zu agieren und nichts anderes ist Network Marketing als ein Teamsport, ein Marathon, den wir gemeinsam in höhere Sphären gehen und laufen. Danke, Martina. Wir kommen jetzt zum nächsten. Jochen Ditterich, ich freue mich, dass du heute da bist. Herzlich willkommen im Webinar. Du bist ja Interimsmanager. Heißt so viel, dass du gewisse Monate für ein Unternehmen als Berater zur Verfügung stehst, gewisse Monate aber auch keinen Job hast. Verstehe ich das richtig? Beziehungsweise, zweite Frage, warum ist dann für dich Network Marketing der entscheidende Faktor, warum du dir damit ein Einkommen aufbauen möchtest? Ja, hallo Julia, hallo an alle anderen. Das hast du sehr gut schon dargestellt, Julia, dann kann ich jetzt fast nichts mehr sagen. Ich bin Interimsmanager im Einkauf. Das bedeutet eben, dass ich mich für einen gewissen Zeitraum verkaufe an ein Unternehmen als Einkaufsleiter für 3 Monate, für 6 Monate, für 9 Monate. Heißt aber im Umkehrschluss auch, dass ich dazwischen Wochen oder Monate Zeit habe, wo ich kein derartiges Engagement habe. Das ist auch ganz gut so, weil dann kann ich mit dem Gerhard ab und zu mal radeln gehen oder ähnliche Dinge tun. Und
Diese Zeit nutze ich aber eben, um an einem zweiten Standbein zu arbeiten, so wie du das gerade gesagt hast oder der Wolfgang das vorhin auch aufgelegt hat. Also in der heutigen Zeit kann man sich nicht nur auf ein Thema verlassen, wenn man selbstständig ist, oder auch wenn man nicht selbstständig ist, kann sich auch nicht nur auf eine Firma verlassen, in Wahrheit. Und so nutze ich halt die Zeit dazwischen, die Wochen, die Monate dazwischen, um hier an dem Geschäft zu bauen. Der Gerhard unterstützt mich mit Leidenschaft und sehr viel Ausdauer. Vielen Dank dafür, lieber Gerhard. Und das ist dann praktisch schon der zweite Punkt. Also ich kann nicht nur diese Lücken, die im Interimmanagement entstehen, nutzen, um an diesem zweiten Geschäft zu bauen, sondern während ich in meiner normalen Tätigkeit als Interimmanager bin, läuft dann eben auch ein gewisses passives Einkommen weiter. Und mein Ziel ist eigentlich, dass ich diese Waage, ich bin auch vom Sternzeichen her Waage, dass ich diese Waage verschiebt irgendwann, dass ich eben weniger Interimsmanagement mache und mehr in das Multilevel-Marketing-Thema reinkomme oder richtig ins Verdienen komme. Wenngleich ich sagen muss, dass mir das Interimmanagement im Einkauf unglaublich viel Spaß macht. Ja? Ich bin aber am meisten froh, wenn ich dann dort wieder wegkomme von diesem Unternehmen. Ein weiterer Punkt, den ich extrem klasse finde, du hast es auch angesprochen, Julia, der Wolfgang hat es vorhin auch angesprochen, die Globalisierung, die Internationalität, so von meiner Historie her, bei den Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, war ich sehr viel im Ausland, im arabischen Raum und so. Und das vermisse ich jetzt ein bisschen als Selbstständiger, muss ich ganz ehrlich sagen. Und umso schöner ist es halt, hier wirklich mit allen möglichen Internationalitäten in Kontakt kommen zu können und das Geschäft aufbauen zu können. Und wer weiß, wo uns irgendwann das Leben, die Reise hinführt, dann können wir von dort aus das Leben auch weiter gestalten, so wie du das ja auch selber magst. Du kommst ja eigentlich auch aus dem Raum hin. Ne? Und abschließender Punkt, der mir jetzt auch besonders gut noch gefällt, ist, dass man ja auch was für die Familie tut, also im Sinne nicht nur Einkommen schaffen, sondern vielleicht auch einen Weg ebnen für die Zukunft der restlichen Familie, der Kinder. Und mein Sohn Oliver, der glaube ich auch im Call ist, als Olive hier irgendwo sich versteckt hat, der ist jetzt auch mit dabei und ich hoffe, dass wir da in diesem Team gemeinsam auch wirklich was weiterbringen. Das taugt mir natürlich auch ganz besonders. Also das sind so die Hauptaspekte, die es für mich sehr spannend machen, hier im Multilevel-Marketing, im Empfehlungsmarketing, wie man es auch immer bezeichnen, dabei sein zu können. Ganz logischerweise muss ein geiles und gutes Produkt im Hintergrund sein, sonst würde das Ganze nicht funktionieren. Das ist, glaube ich, klar. Danke. Danke, Jochen, auch für diese Einblicke. Und du sagst, du magst deinen Job und das finde ich auch super. Und wir wollen auch niemanden abwerben und sagen jetzt voll und ganz zu 100% ins Network Marketing hinein. Wir brauchen unterschiedliche Professionalitäten. Aber was wir wollen und wofür wir stehen, ist doch tatsächlich, dass man jeder selbstbestimmt sagen kann, okay, ich mache meinen Job aus Leidenschaft, vom Herzen heraus. Aber wenn ich von morgen an sage, ich mag was anderes machen, dann die Freiheit zu haben, zu sagen, okay, ich gehe jetzt ab morgen andere Wege und das bietet uns Network Marketing, wenn wir hier die Basis parallel und nebenbei, wie du das machst, auch Jochen, legen. Genau, danke dir vielmals, super für deine Einblicke und wir gehen schon wieder weiter. Jetzt gehen wir in den Bereich Leistungssport, Profisport. Ich freue mich, dass sie da ist. Meine Namensvetterin Britta Bauer, herzlich willkommen. Britta, du warst ja Leistungssportlerin aktiv und warst auch Trainerin im Leistungssport. Was hat jetzt aus deiner Sicht Network Marketing mit Leistungssport, Profisport und vor allem dem Teamsport, in dem du aktiv warst, auch als Trainerin zu tun und warum hast du dich für Network Marketing entschieden, weil du ja auch nebenbei noch eine andere Profession hast, die du ausübst? Ja, vielen Dank, Julia. Ja, für mich gab es viele Beweggründe, im Network Marketing in das Geschäft einzusteigen. Ich bin jetzt seit vielen Jahren ja selbstständig und ich bin immer wieder an einem Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, wie kann ich mein Business größer machen, wie kann ich es sozusagen skalieren, um eben noch mehr Menschen erreichen zu können und ihnen einfach mehr Lebensqualität bieten zu können. Und das hätte in meinem Job jetzt bedeutet, dass ich eben höhere Investitionen etwa tätigen hätte müssen. Die Fixkosten wären hochgegangen. Und das wäre natürlich in den ersten Jahren auf jeden Fall der Fall gewesen, dass meine eigene Lebensqualität runtergegangen wäre oder da zumindest darunter gelitten hätte. Und dann ist natürlich dieser Kostenapparat, den ich immer hätte erwirtschaften müssen, in den ersten Jahren und das passt nicht zu meiner Lebensvision, die ich habe, weil ich möchte genau die Menschen so beraten und ihnen so etwas bieten können, was für sie passt und nicht
etwas wählen, damit ich meine Kosten reinbekomme. Also das passt überhaupt nicht zu meiner Lebensvision. Das wollte ich auch nicht machen. Und hier habe ich jetzt in dem Geschäft die Möglichkeit, etwas Tolles und Großes aufzubauen, ein großes Business aufzubauen und es sogar global zu machen. Und dabei verbessert sich die Lebensqualität. Also nicht, ich arbeite mehr und die Lebensqualität geht runter, sondern ich kann mehr Menschen erreichen, ich kann mehr in der Welt bewirken und gleichzeitig steigt meine Lebensqualität und auch die Lebensqualität der anderen. Und das finde ich eine total tolle Sache. Gleichzeitig, was mir natürlich sehr, sehr wichtig ist, dass ich eben selbstbestimmt bin, selber entscheiden kann, wann, wo ich arbeiten möchte. Und was mich dann jetzt noch zu dem Sport bringt, was mich noch total begeistert dabei, ist eben, dass man im Team zusammenarbeitet. Das finde ich das begeistert mich wahnsinnig, weil es mich natürlich auch an meine Sportzeit erinnert, gemeinsam Ziele zu erreichen, aber auch gleichzeitig hier beim Network Marketing die Möglichkeit zu haben, individuelle Lebensträume zu verwirklichen und dass man wirklich gemeinsam etwas Großes bewirken kann, global bewirken kann und dann wirklich die Lebensqualität von allen gesteigert wird. Ich meine, was will man mehr? Es ist einfach Fun pur und man bewegt wirklich was Großes in der Welt. Also dafür liebe ich es. Danke dir vielmals, Britta, für deine Einblicke. Wir bleiben jetzt im Profisport. Wir kommen jetzt zu jemandem, er ist 23, Profi-Tennisspieler. Ivo Panak, herzlich willkommen im heutigen Webinar. Freue mich, dass du da bist. Warum ist jetzt für dich parallel zu deinem Profisport Network Marketing auch so relevant geworden? Warum hast du dich dafür entschieden? Ja, erstmal danke, Julia. Ja, ich bin Tennisprofi, mache das sozusagen auch hauptberuflich. Ich verdiene auch Geld damit, am Preisgeldturnieren, mit Ligaeinnahmen und so weiter. Nur, ja, allgemein bekannt die Situation jetzt, ich darf den Tennisplatz gar nicht betreten. Kann mir nicht nur durch diesen Lockdown passieren, sondern kann mir auch mit anderen Gründen passieren, eventuell eben aufgrund Verletzungen, anderen schwierigen Situationen, gesundheitlichen Problemen. Und somit mit den Gedanken halt auch immer, also bin ich immer weitergegangen. Was kann ich machen? Wie kann ich auch mir einen weiteren Weg bahnen für meine Zukunft? Vielleicht auch ein weiteres Einkommen aufzubauen. Und bin aber immer in einer Position gewesen, wo ich mir gedacht habe, okay, irgendwie funktioniert das nicht wirklich. Ich kann irgendwo angestellt sein, ich bin viel zu viel unterwegs. Ich habe immer flexible Trainingszeiten, sprich, ich kann auch nicht sagen, okay, wenn ich mal zu Hause bin, dann gebe ich irgendwo, weiß ich, Trainerstunden, was auch immer. Es geht einfach nicht. Man kann sich nichts aufbauen. Und somit natürlich ist dieses Network-Marketing für mich eine richtig gute Lösung. Ich kann jederzeit arbeiten, von wo ich will, wo ich mich befinde. Ich kann mir die Zeit frei einteilen. Das macht es erstmal in erster Linie wirklich interessant für mich. Und ja, wie ich auch dazu gekommen bin, war auch wieder klassisch, weil, also ganz, ganz individuell, wie jeder hier einfach dazu gekommen ist. Ich habe mich eines Abends gefragt, so, okay, Krise, ich habe wirklich auch Probleme und wie kann ich diese Probleme lösen? Wie kann ich die Eigenverantwortung für die Krise jetzt übernehmen? Wie kann ich die Krise ins Positive ziehen? Und zufälligerweise eben hat mir hier der Willi, der ja auch im Call ist, mich angeschrieben. Am nächsten Tag war ich genau in so einer Geschäftspräsentation dabei, wie halt wir gerade eben auch hier veranstalten. Und ja, am nächsten Tag war ich auch schon eingeschrieben und seitdem gebe ich natürlich Vollgas und habe mir natürlich auch Großes vor und werde auch viel bewirken. Danke dir vielmals, Ivo. Ja, das, was du ansprichst, von dort arbeiten, wo auch immer wir uns gerade befinden, ist ein Riesenvorteil. Und ich kann mir vorstellen, in deinem Business, wenn du wieder Tennis spielen darfst, dass du ja überall an Sportler oder mit Sportlern zu tun hast, mit gesundheitsinteressierten Menschen, mit Menschen, die sich gegebenenfalls auch nebenbei etwas aufbauen möchten und nicht abhängig zu sein von der aktuellen wirtschaftlichen Lage. Also danke dir vielmals, Ivo. Ich freue mich auf die Neuigkeiten, die noch alle so aus deiner Richtung kommen werden. Das wird ganz spannend. Jetzt gehen wir weiter wieder Richtung Deutschland zu einer Dame, die vom Staat angestellt ist. Regina König, herzlich willkommen heute im Call. Du bist Staatsbedienstete. An sich sollte man ja annehmen, ein sicherer Job. So wurde uns das zumindest früher auch immer vermittelt. Warum
hast du dich jetzt trotzdem für Network Marketing entschieden? Ja, danke Julia und hallo in die Runde. Das stimmt, ich habe einen sicheren Job. Ich bin seit 36 Jahren im öffentlichen Dienst tätig und ich habe das große Glück, ich bin Standesbeamtin, ich mache meinen Beruf wirklich mit Freude und mit Leidenschaft. Und jetzt zu deiner Frage, warum ich mich für Network entschieden habe. Ich reise sehr gerne und sehr viel und es war mein Lebenstraum, spätestens mit 63 in Rente zu gehen und durch die Welt zu tingeln. Natürlich habe ich gewusst, ich muss vorsorgen und das habe ich auch gemacht. Ich musste nur erkennen, dass ich trotz aller Vorsorge auf alle Fälle Einschränkungen haben werde. Und wenn ich habe erkannt, einfach wenn ich meinen Lebenstraum erfüllen möchte und auch meinen Lebensabend so gestalten möchte, wie ich mir das immer erträumt habe, brauche ich ein neues Tool. Und zu der Zeit hatte ich ja schon seit mehreren Jahren die wirklich absolut hervorragenden Produkte von Seja in Verwendung. Und da habe ich mich schon längst für lebenslänglich entschieden. Also für diesen Punkt gesundheitlich war ich schon mal safe. Da waren die Wogen schon geglättet. Also ich bin fit und kann auch die Gesundheit um die Welt tragen, sozusagen. Aber ich war finanziell nicht abgesichert, das hat mir ganz klar meine Berechnungen gesagt und ich wusste von Seja, da gibt es ein Geschäftsmodell, das habe ich gewusst, aber ich hatte keinen Fokus drauf und konnte mit Network auch nichts anfangen und ich habe mich auch nicht damit befasst und ich habe es nicht beachtet und das war natürlich ein Fehler aus der jetzigen Sicht, aber letztes Jahr war dann ja Gott sei Dank dieses Event in München und herzlichen Dank Wolfgang. Da habe ich erkannt, was die Network, was das ist und da habe ich eine Ahnung bekommen, was dahinter steckt und was man daraus jetzt machen kann. Ich kann mit Produkten, die wo ich ohnehin in Verwendung habe und die wo mich total begeistern und die wo mir einfach so von innen heraus gut tun, kann man ein solides und sicheres zweites Standbein aufbauen. Und die Menschen wiederum haben die gleiche Chance. Im Team kann man da so viel aufbauen und so viel gestalten. Eine Win-Win-Situation für das ganze Team. Und ich werde diesen Tag nie vergessen. Da war ich war elektrisiert, ich war begeistert und ich habe mich am selben Tag noch registrieren lassen. Und seitdem entdecke ich wirklich jeden Tag aufs Neue, wie einzigartig dieses Network ist und welche Möglichkeiten das man da hat. Das ist genau die Antwort, was ich gesucht habe für meinen Lebenstraum. Und ich habe bis heute nur Vorteile entdeckt, keinen einzigen Nachteil. Deswegen ist es mir mittlerweile wirklich ein Herzensanliegen, die Menschen zu informieren, was Network wirklich ist und was man da auch für Möglichkeiten hat. Und es ist mir ein Anliegen, sie zu sensibilisieren, ihre Verantwortung zu übernehmen für die finanzielle Zukunft, für die eigene stabile Zukunft. Weil der Staat macht es mit Sicherheit nicht. Und hier haben wir ein Tool, ein Geschäftsmodell wirklich ohne Nachteil und ohne Risiko und auch ohne Investition. Auch da wieder absolute Win-Win-Situation. Ja, und das ist der Grund, warum dass ich Network mache, weil mich das einfach begeistert, was man da für Möglichkeiten hat und für alle, was das für alle Menschen, die wo da offen sind, was man da für Möglichkeiten hat, das ist ja gigantisch. Und das ist genau das, warum ich Network mache, Julia. That's it. Danke dir vielmals, Regina. Ja, es ist immer spannend, welche Beweggründe jede einzelne Person hat, die hier mit uns im Team zusammenwirkt und zusammenarbeitet und vor allem für sich selbst Verantwortung übernommen hat, hier eigene Wege einzuschlagen, die eigene finanzielle Absicherung, wie du das auch gesagt hast, Regina, voranzubringen und hier wirklich nicht drauf zu schauen, was der Staat mir zur Verfügung stellt irgendwann, ob es dann jemals noch Pensionsauszahlungen gibt etc. Also
Super, ich freue mich. Es ist immer eine Freude, mit dir zusammenzuwirken. Das ist ganz, ganz spannend. Wir kommen jetzt weiter zu einem Vollblutunternehmer. Er sitzt in Düsseldorf. Ich freue mich, dass er da ist. Nick Daskalakis, herzlich willkommen im Webinar. Nick, du hattest ein Unternehmen, das hast du sehr erfolgreich geführt und aufgebaut. Was war der ausschlaggebende Grund, warum du dann gesagt hast, zu 100%, ich kenne dich, 200% Network Marketing? Ja, es ist genau das hier, dieser Rahmen jetzt hier und gerade die Story auch von der Regina, weißt du? Es geht darum, Menschen einen Weg zu zeigen und etwas zu verändern. Und ich habe mich verändert damals, weil ich dachte, ich gehe raus aus meinem Hamsterrad, indem ich eine Company gründe, indem ich eine Marke gründe, indem ich da quasi Produkte von A nach B vermarkte, um erfolgreich zu sein. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Und zwar, ich war der Gefangene in meiner eigenen geschaffenen Welt, wenn man so möchte. Und es gab einen Tipping Point in meinem Leben. Und es war im April 2018, wo ich ein Werk besucht hatte. Ich habe ja Fernseher gebaut, ich habe die TV-Marke gegründet, sehr erfolgreich das Ganze. Und an diesem Tag habe ich eine Gasmaske aufgekommen und bin in ein Werk reingegangen. Es roch penetrant nach Uhu, nach dem Kleber. Und hinter der großen Glasscheibe haben dann Menschen Panels beklebt. Der Unterschied war, diese Menschen hatten keine Gasmaske aufgehabt. Ich schon. Und da bin ich dann rausgelaufen, war fast schwarz vor Augen geworden und ich dachte mir, das kann es nicht sein, das kann nicht das sein, wofür du eingetreten bist. Ja? Und an dem Tag, ich habe ein tolles Instagram-Profil gehabt, immer toll, hier, klasse Location, leckeres Essen, aber an dem Tag habe ich eine Quote gepostet, don't call it a dream, call it a plan. Und im Flieger dann von Hongkong nach Düsseldorf zurück, habe ich mir dann einen Teil von einem Seminar angeschaut von Bob Proctor, The Paradigm Shift, habe Notizen gemacht, weil ich war ein Mensch, ich konnte Menschen motivieren. Das war ich, ja. Ich habe Menschen motiviert und ich wollte etwas schaffen, wo ich was weitergeben kann an die Leute. Und ich dachte mir, Mensch, irgendwas muss anders laufen. Und dann passierte Folgendes. Also mein Wunsch wurde erhöht. Ich habe eine Instagram-Nachricht bekommen von einem Pärchen, die abgebildet war mit Bob Proctor. Und ich dachte mir, was ist das hier? Ich klicke da drauf und auf einmal, ja, hat sich alles geändert. Ich saß im Flieger nach London und war in einem Raum voller Menschen, die mir den Glauben an die Menschlichkeit zurückgegeben haben, die motiviert waren, etwas anderes zu tun, ja, like-minded, wo eine Aufbruchstimmung war da gewesen, wo ich dachte, wow, das ist Netzwerkmarketing, ist es das? Ich schaue mal genauer hin. Und dieses genauer Hinschauen entwickelt sich zu einer Leidenschaft. Ja, ich war immer noch der Unternehmer tagsüber und abends habe ich überdacht, wie, was, wo. Und dann geschah etwas am 21. Dezember 2018, bin ich morgens um 4 aufgestanden, wie jeden Morgen um 4 und fahre in die Company, nehme einen chinesischen Investor in den Arm und sage, weißt du was, die letzten 10 Jahre waren wunderbar, aber das Ganze endet jetzt hier. Und ich bin dann rausgegangen. Und ich beschreibe diesen Moment so wie folgt. Wenn man ein Business aufbaut, ja, egal was für ein Business, ist immer schwer. Ja, und ich habe ein Flugzeug gebaut. Dieses Flugzeug stand still auf dem Rollfeld. Und irgendwann habe ich angefangen, meine Kontakte spielen zu lassen, ein bisschen was verkauft und der Flieger fing an, sich zu bewegen über das Rollfeld und hebt ab. Und auf der maximalen Flughöhe von 44 Millionen Euro Umsatz habe ich mich abgeschnallt als Pilot, als das Signal kam. Sie können sich jetzt abschnallen, aber keine Angst, die Passagiere sind safe hier im Flugzeug, der Co-Pilot ist noch da. Dennoch habe ich meinen Weg gebahnt durch den Korridor, habe dann die Tür aufgerissen, aus diesem Flieger rausgesprungen. Aber ich weiß genau, was ich brauche, um sicher zu landen auf unbekanntem Terrain, hier in dieser Netzwerkindustrie, vielen Menschen zu helfen und wirklich etwas für die Nachwelt zu tun, Fußstapfen zu hinterlassen, ja, etwas Sinnvolles zu gestalten. Wir haben Produkte, wo wir Menschen helfen können. Ich habe gelernt, das, was ich hier gelernt habe, das Selfmade, Menschen einen Weg zu zeigen. Und diesen Weg möchte ich gerne so vielen Menschen zeigen wie möglich. Hoffnung geben, gerade in diesen Momenten, wo wir alle denken, Mensch, wir sind eigentlich irgendwo gefangen, da hat irgendjemand aber jetzt gerade die Welt angehalten. Wir haben davon geträumt, jetzt ist sie angehalten worden. Das Schlechte daran ist, dass die Menschen sterben da draußen. Das Gute daran ist, wir können uns besinnen, wir können etwas verändern. Die Frage ist, was passiert, wenn wieder einer auf den Play-Button drückt? Was hat sich für dich geändert? Und ich möchte so vielen Menschen helfen, wie nur möglich. Deswegen liebe ich dieses Netzwerk-Marketing, weil es ein Business ist, wo es um Menschen geht. Ja, und eine Plattform mit kaum Risiko, zero Risiko, etwas Großes zu schaffen. Deswegen liebe ich es. Ja, vielen Dank, Nick.
Ja, es ist spannend. Es ist sehr, sehr interessant. Und ich meine, du bist da ja wirklich sehr erfolgreich schon in deinem Tun. Super schön und danke für deine Inputs. Sie sehen ja, wenn Sie heute das erste Mal hier einschalten, wir haben so unterschiedliche Charaktere und wie einfach es ist, jetzt von aller Welt sich zuzuschalten, diese Technologie heute zu nutzen, auch gerade in der Zeit, wo so viele Homeoffice machen, sich von zu Hause zuzuschalten und hier mit Menschen zu sprechen, mit Menschen in Kontakt zu treten, die nach einer Möglichkeit suchen, die nach einer Lösung für ihr derzeitiges Problem suchen oder ihre derzeitige Herausforderungen. Und so jemand, der sich auch schon vor 10 Jahren für diese Tätigkeit entschieden hat, mit Menschen zu arbeiten, für Menschen zu arbeiten, Menschen zu helfen, als Chancengeber zu fungieren, ist Josie Perran. Ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen im Webinar. Josie, du hast dich vor 10 Jahren für Network Marketing entschieden, hast auch eine ganz andere Ausbildung bzw. Berufserfahrung hinter dir. Meine Frage an dich, für all jene, die sich jetzt heute hier erstmals zuschalten, sich das erste Mal da näher rantrauen, was Network Marketing ist, die sich vielleicht die Frage stellen, was brauche ich denn als Vorkenntnis, was brauche ich denn als Fähigkeit, um hier im Network Marketing loslegen zu können? Sehr gerne, Julia. Im Prinzip die Entscheidung, dass man von jetzt an etwas tun möchte, etwas verändern möchte. Es ist egal, ob du männlich oder weiblich bist, es ist egal, ob du einer Religion angehörst, die manch anderem vielleicht komisch klingt. Es ist egal, ob du studiert hast, ob du einen Titel hast, das ist alles nebensächlich. Die Entscheidung, das Einzige, was da auch die Rolle spielt, ist die persönliche Einstellung und die Entscheidung, jetzt etwas anderes zu machen und eine Veränderung vielleicht in deinem eigenen Leben zu bewirken und auch möglicherweise in dem Leben von vieler, vieler anderer Menschen. Ja. Danke, Josie. Ja, also das ist das Spannende. Es kann jeder hier loslegen. Und wie der Josie auch sagt, es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, von heute an seinen eigenen Träumen näher zu gehen und das als Vehikel zu nutzen. Nichts anderes tun wir damit. Wir nutzen dieses Geschäftsmodell als Vehikel, als Tool, um unsere Ziele zu erreichen, aber auch die Ziele unserer Teampartner gemeinsam zu realisieren. Und jemand, der das auch schon sehr, sehr erfolgreich gemacht hat im Network Marketing, ist Thilo Maria Pfefferkorn. Herzlich willkommen und hallo nach Hamburg. Ich freue mich, dass du da bist. Thilo, meine Frage ist, was ist denn für dich aus deiner Sicht das Beste am Network Marketing? Bitte noch laut schalten, wir hören dich nicht. Ja, danke, Julia. Das Beste am Network Marketing ist vom Grundsatz her für mich mit Sicherheit die unendliche Möglichkeit, Dinge auszuprobieren. Ich gehöre zu den Menschen, die gerne sehr, sehr viel lernen, die in unterschiedlichsten Bereichen schon Unternehmen aufgebaut haben und immer wieder an die Frage kam, okay, das kann es nicht gewesen sein, was kann man denn jetzt noch tun? Und Network Marketing ist mir zum ersten Mal begegnet in einer Form, wo ich sagte, das kann nicht funktionieren, das geht gar nicht. Aber ich habe mich damals darauf eingelassen, einfach aus dem Punkt heraus, was soll mir jetzt letztendlich da passieren? Das ist einfach spannend. Ja, es ist spannend. Network Marketing ist ein spannendes Geschäft, weil es mit Menschen, für Menschen, um Menschen geht und diese Menschen letztendlich alle immer wieder an irgendwelchen Fragen hängen. Die Menschen, die sich für Network Marketing entscheiden, die da sehr erfolgreich sind, haben irgendeine Lebensfrage, sei es die zusätzliche Einkommensquelle, sei es etwas anderes zu machen, sei es, ich möchte, wie in meinem Falle gerne, an verschiedenen Stellen auf der Welt nicht nur Urlaub machen, nein, ich möchte dort einfach auch leben. Ich möchte gerne Fernwanderungen machen, 6 Monate unterwegs sein. Ja, da kann ich nicht mit einem normalen Geschäft, obwohl das habe ich auch schon gemacht, herumhantieren. Network Marketing ermöglicht einem all das, weil als Unternehmer habe ich im Grunde genommen den gesamten Baukasten. Wenn ich das richtige Unternehmen habe, dann habe ich ein Unternehmen, was für mich die Buchhaltung erledigt, was für mich die Forschung, das Marketing, all diese Dinge erledigt,
das, worauf es letztendlich ankommt, ist dann, wie gehe ich damit um? Das ist eigentlich genau das, was jeder geschäftsführende Gesellschafter einer Firma oder jeder CEO macht. Der kümmert sich auch nicht selbst um alle diese Dinge, sondern er hat seine Abteilungen. Genau dasselbe kann man im Network Marketing machen. Und es ist, weil eben das Wort schon mal fiel, es ist absolut skalierbar. Es ist nichts davon abhängig, dass ich es im 1:1 mache, sondern es ist letztendlich unendlich erweiterbar. Faszinierende Möglichkeiten. So weit wie dieser Strand, der da hinter mir ist. Ja, der Strand ist wahrscheinlich das nächste Urlaubsziel, sobald wir wieder reisen dürfen. Da wäre ich jetzt eigentlich. Okay. Nein, also danke dir vielmals für deine Einblicke, Thilo. Und du hast es angesprochen, ein Unternehmen im Network Marketing übernimmt so vieles. Wir sind quasi der CEO unseres eigenen Geschäfts und der Rest wird von anderen organisiert, gemacht, geliefert, produziert. Und da kommen wir jetzt auch schon zu unserem Abschlussgastsprecher. Ich freue mich, dass er da ist, Gerhard Klenner. Herzlich willkommen. Gerhard, wir haben jetzt so viele unterschiedliche Facetten gehört von unterschiedlichen Menschen im Team, die verschiedene Warumsgründe haben, mit Network Marketing zu starten. Für jemanden, der jetzt ganz neu dabei ist, der wird sich jetzt vielleicht denken, ja, die reden da jetzt über Network Marketing, aber welches Unternehmen steht denn da im Hintergrund und was habe ich davon, jetzt hier mit dem Unternehmen, mit dem wir in Partnerschaft getreten sind, zu kooperieren und in dieses Team einzudringen, mitzumachen und das alles zu nutzen für sich selbst. Ja, danke, Julia. Zuerst mal danke, dass du uns so toll durchs Programm begleitest. Und danke an alle Sprecher. Es sind so viele tolle Eindrücke von jedem Einzelnen. Und warum jetzt gerade mit diesem Unternehmen gemeinsam loszustarten? Stellen Sie sich einmal vor, als Zuhörer, als Gast, aber vielleicht auch als Partner, der noch nicht richtig gestartet ist, eine Firma Seja mit 15 Jahren Erfahrung, eine Firma Isagenix mit 18 Jahren Erfahrung, gemeinsam ein riesen Know-how. Und wenn man sich jetzt diese 33 Jahre gemeinsames Know-how denkt im Bereich Produktentwicklung, Geschäftsentwicklung, mit dem klaren Fokus, eines der größten Network-Unternehmen gemeinsam zu werden. Die zwei Firmen verschmelzen gerade zu einer Einheit und machen gemeinsam 1 Milliarde Umsatz im Jahr. Aber das nicht in Europa, sondern teilweise in Amerika, Asien, Kanada und. Und diese Synergie kommt jetzt all mit voller Wucht nach Europa. Mit dem kompletten Know-how der Produkte, mit dem kompletten System, wie wir von Thilo gehört haben, wo Produkte automatisiert zum Kunden geliefert werden, wo wir eine Basis haben, ein Backoffice, wo alles von alleine leicht funktioniert und übersichtlich vorhanden ist, wo unsere Partner und wir selbst automatisiert bezahlt werden, keine Auszahlung von uns notwendig ist. Wir müssen nichts entwickeln, forschen, sonst was. Da haben Leute zu tun, aus dieser Kombination der zwei Firmen, wo wir ein Know-how zur Verfügung haben, ein Produkt entwickeln, das gigantisch ist. Das ist das, was unsere Aufgabe ist, einfach da rauszugehen mit dieser Chance und Menschen eine Möglichkeit zu bieten, jetzt dabei zu sein. Weil wo das die nächsten Jahre hinführt, das wird echt spannend. Und der eine oder andere wird sich fragen, kann ich das? Ja, jeder kann es. Wir haben jetzt gesehen, dass wir als Team arbeiten. Ein Team von Menschen, die Jahrzehnte dabei sind, bis zu Menschen, die erst vielleicht ein paar Tage dabei sind. Wir sind zusammen im Team, zusammengebettet, wo wir unser Know-how austauschen und jedem helfen, dass er seine Träume und Visionen realisieren kann. Ich glaube, das ist wichtig. Manche werden sich fragen, kann man Geld verdienen? Ja, ganze Menge Geld. Nicht 3% Gehaltserhöhung im Jahr, sondern verdoppelt dein Gehalt jedes Monat, wenn du möchtest. Es gibt keine Deckelung nach oben. Und das ist, glaube ich, wichtig. Kann man Spaß haben? Jeder, der einsteigt, wird merken, dass wir im Team nicht nur arbeiten, sondern Riesenspaß haben, gerade bei den ganzen Events, die wir haben, bei den ganzen Reisen, die wir haben. Und ich glaube, diese Kombination findet man in anderen Unternehmen absolut gar nicht, dass alle diese Parameter vorhanden sind. Und das alles bei freier Zeiteinteilung und Spaß im Leben und das sogar noch vererbbar. Ich glaube, dass diese Chance mit dieser Fusion der Firmen jetzt aufgegriffen werden sollte, weil jetzt ist der Zeitpunkt, der Richtige dabei zu sein, mit uns gemeinsam zu lernen, zu wachsen, etwas aufzubauen, um sich wirklich in Freiheit gestalten zu können.
Das bieten wir Leuten an. Ja, danke dir vielmals, Gerhard. Ich glaube, das war jetzt ein super Schlusswort, ein sehr schönes Schlusswort und vor allem die Einladung auch jetzt an Sie, die heute dazugeschaltet haben oder gegebenenfalls die Aufzeichnung im Nachtakt zugesandt bekommen haben. Gehen Sie zu der Person, die Sie für heute Abend eingeladen hat, die Ihnen die Aufzeichnung zugeschickt hat. Lassen Sie sich alle Ihre Fragen beantworten und entscheiden Sie auf Basis aller Informationen, die Sie brauchen, wie Sie mit dieser Möglichkeit, mit dieser Chance für sich und Ihre Familie umgehen möchten. Und ich freue mich schon jetzt, wenn wir uns irgendwann, Gerhard hat angesprochen, auf irgendwelchen Reisen, auf Veranstaltungen, national, international, wieder treffen können und dann gemeinsam hier nochmal viel mehr bewegen können. Ich wünsche jetzt einmal einen schönen Abend. Ich danke allen Gastsprechern, die heute hier dabei waren. Einen schönen Abend, liebe Grüße aus der Schweiz und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.